Genau, das haben die nicht mitbekommen, dass ein Hubschrauber reingefallen ist oder so. Warum funktioniert das eigentlich nie so, wie ich das will? Ach, halt doch die Fresse, du dummes Arsch! Stirb einfach eines friedlichen Todes und ach, geht mir nicht auf den Sack! Wieso ist eigentlich alles so verschwommen und vernebelt? Ich sehe nichts. Ah ja klar, dass der Typ um die Ecke kommt. Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helfer, keine Hoffnung. Dieser Ort wird zu mir gebracht. Ich sehe es nicht. Stille. Oh, warum nimmst du diese scheiß Dose denn nicht mit, du doofe Kuh? Ich frage mich, haben Sie Ihren Freund Jonah sterben sehen? Eine Bauchwunde ist ein hässlicher Tod. Nein, mein Schicksal liegt in der Kammer der Seele. Jetzt kann mich niemand mehr aufmachen. Ich hab's. Er hätte es nie. Ich sehe sie. Ja, ich kannte ihn. Als meine Schwester sich in ihre Familie einschlägt, war ich. Zählt zum Ausweichen. Nein, Quicktime Events, ich hasse sie. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals ihr Schicksal. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet. Nein. Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Sie irren sich. Seien Sie still. Seien Sie einfach still. Los jetzt, tun Sie es. Er war so erbärmlich. Er tat mir leid. Ich denke gern, dass seine letzten Gedanken in ihren Gatten lagen. Sie sind es nicht wert. Was mich weggestoßen hat. Wie er sie enttäuscht hat. Ich erwarte, dass er entweder stirbt wegen. Fahren Sie zur Hölle. Lautloser Kill. Geil. Treten Sie in die Kammer der Seelen.
Andererseits, wetten, der überlebt das? Der taucht wieder auf, schwer verwundet und brennend. Wäre so ein Klassiker. Anna! Stopp! Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity gebracht hat. Tod. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Jacob, halten Sie durch! Durchhalten? Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre Sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Der Effekt ist hammergeil gerade gewesen, wie er sich aufgelöst hat. Was ist mit Anna? Oh. Geliebte Lara. Ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft. Was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon.
Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt. Zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Der Preis der Wahrheit. Rise of the Tomb Raider. Ja, wahrscheinlich kommen jetzt die Credits. Ich lasse sie durchlaufen, wie immer, ihr kennt das. War schon geil, auf jeden Fall deutlich geiler als der Teil davor, der von 2013. Nur doch das sind seine logisch schwachen Momente, aber es hielt sich im Großen und Ganzen weitestgehend in Grenzen. Gut, gegen Ende wurde es irgendwie mehr, aber naja, gut. Es war trotzdem geil, es hat Spaß gemacht und irgendwie ist es doch schade, dass es schon vorbei ist.
Es sind eine Menge Credits. Gut, da ich nicht weiß, wie lange es noch Geräte geht und der Main-Theme da jetzt irgendwie auch eben schon durch ist. Ich habe gesehen, dass es überhaupt nur so zwei andere Sachen gibt zu Rise of the Tomb Raider, die glaube ich, glaube ich nicht, also so. Ich zeige euch das gleich mal im Hauptmenü. Ich schau mal, ob die sich auch zum Aufnehmen lohnen. Dann würde ich nämlich auch machen. Ja. Weil ich habe dann noch gesehen, dass irgendwas zwei verschiedene Sachen. So, ich glaube irgendwie das Croft-Anwesen und da war noch irgendwas. Das könnte man noch spielen. Microsoft, weg damit. Nobody cares about Microsoft. Weg, husch, 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 weg, 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 Microsoft. Microsoft braucht keiner. Microsoft ist scheiße. Verpiss dich. Go and fuck yourself. Weg mit Microsoft. Microsoft hat hiermit nichts zu tun. Ist das der Linux-Port? Ja. Gemacht bei Faro Interactive. Also weg mit Microsoft. Das ist noch Microsoft oder ist was anderes? Wenn die Localization gemacht haben, dann vielleicht... Microsoft, thanks. Ja, fuck you, crew. Thank you to your international community, official fanside program, blabli blub. Achso, ja, die ganzen Tomb Raider-Dinger da. Mhm. Eigentlich hätten sie den auch schon nochmal um die Feral Interactive-Leute erweitern müssen. Nun? Ui. Anna. Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Aber ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein. Noch nicht. Warum befürchte ich, dass das der Typ ist, der Bruder von Anna, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Wow, okay. Ja, super. So, hier, was ich meinte, hier bei den Expeditionen. Nee, das meine ich gar nicht, was das ist. Croft-Anwesen. Neue Geschichte, Blutsbande und neue Expedition, Laras Albtraum. Bei den beiden Dingern weiß ich nicht, was das ist. Wobei, lass mal reinschauen. Was ist das? Blood Ties. Das Ladebild sieht ja schon irgendwie cool aus. Weiß aus der Tomb Raider, Blood Ties. Wichtige Hinweise finden Sie, bla. Das lädt aber lange, je. Ich hätte es nicht von der SSD auf die Festplatte schieben sollen, seitdem lädt er so lange. Ach ja. Manche Spiele sollte man auf der SSD lassen, auch wenn sie groß sind. Weiß aus der Tomb Raider, jetzt nicht fett gemacht. Letzte Aufforderung. An Lara Croft, derzeitige Mieterin des Anwesens. Hiermit benachrichtigen wir Sie letztmalig über die Beendigung Ihres Besitzrechts am Croft-Anwesen. Wir fordern Sie auf, besagtes Anwesen unverzüglich zu räumen und zu übergeben an Atlas de Mornay, Nachlassverwalter. Lara, ich bedauere, dass du mir in dieser Angelegenheit keine Wahl lässt. Wie du weißt, haben deine Eltern mich im Falle ihrer Abwesenheit zum Nachlassverwalter bestimmt.
Seit dem Verschwinden deiner Mutter wurde sie nie offiziell für tot erklärt. Und die Umstände um den Tod deines Vaters legen nahe, dass er kein formelles Testament hinterlassen hat, das diese Situation regelt. Leider hast du keinen rechtlichen Anspruch auf das Anwesen. Ich zahle dir eine monatliche Summe aus deinem Treuhandvermögen, wenn du das Anwesen bis Ende der Woche verlässt. Stell dich nicht gegen mich, Lara. Das hätte deine Mutter nicht gewollt. Hochachtungsvoll, Atlas. Es muss ein Testament geben oder irgendwo auf dem Anwesen einen Beweis, was Mom zugestoßen ist. Alles klar. Gut. Das gucken wir uns nächstes Mal an. Gut, da ist noch irgendwas. Das kann ich auch mal aufnehmen und dann schauen wir da mal rein. Ja. Gut. Das andere wird auch sowas sein. Schaue ich dann auch mal rein. So. Geschichte fortsetzen, okay. So, ja, aber für jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie ich an dem Spiel. Also ich fand schon ziemlich geil. Es hat schon, also so von dem Story-Inhalt her und von dem Gameplay-Technischen her und dem ganzen Spaß sich so stark verbessert. Also aus diese komische, keine Ahnung, mega ängstliche Lara aus dem 2013er Teil haben wir jetzt wirklich nicht mehr gehabt. Ja, war schon geil. Schon irgendwie, ja. Wir haben ja noch ein bisschen was wir noch machen können. Also ganz vorbei ist es zum Glück noch nicht. Deswegen, ja. Würde ich aber erstmal sagen, auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss.